Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Wir sind immer noch in der Marble Shop, wir müssen immer noch hier durch. Wir haben das gesamte Camp hier schon beinahe eingenommen, jetzt müssen wir nur noch das andere Camp hier einnehmen. Geil, wa? So, und ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, ich habe eine Idee. Meine Idee sieht folgendermaßen aus. Panzer können zwar hier nichts machen, aber das heißt nicht, dass sie nichts machen können. Ja, aber ich glaube, das bringt sowieso nichts. Shit. Ich mache jetzt Folgendes. Boink! Ich bete jetzt, dass das okay. Wenn er das Ding getroffen hätte, ne? So. Es dürfte jetzt auch, glaube ich, ein bisschen einfacher sein, da durchzukommen, ne? Hoffe ich jedenfalls. So, Marina, bevor du ihn vergessen hast, gerätst, versuche ich mal mit dir auf den Turm drauf zu kommen. Damit du irgendwas machen kannst. Und du bist nutzlos, was? Du triffst doch gar nichts von ihr, was soll das denn? Lame. Ich weiß nicht, irgendwie waren die Sniper mal besser. Na gut, dann versuchen wir mal mit... Ich habe noch zu wenig HP. Alicia, du hast den letzten Punkt kaputt gemacht, also machst du jetzt auch den nächsten kaputt. Macht Sinn, oder? So, der dürfte uns eigentlich nicht von da aus sehen. Das ist halt wie so ein Schild hier irgendwie. Das so dazwischen ist. Oh, Minen sehe ich gerade. So, irgendwie muss ich ja jetzt hier hinkommen. So. Die Granate müsste ja auch zwar wieder verschwinden, aber das ist nicht schlimm. Weil der Zweck wurde erfüllt. Kaboom. Jawohl. Ich fasse nicht, dass das so gut läuft. So, wenn jetzt keiner da ist, dann hätten wir noch das Camp einnehmen können. Aber da ist einer. Und das heißt, wir haben ein Problem. Aber da ist nur einer. Ich kann jetzt eigentlich so ein Granatding reinwerfen von Welkin, aber wäre ja zu einfach, ne? Gott, das schaffe ich noch nie. Treffe ich dich? Jawohl. Wollte ich noch einen Scout einschicken. Oh, wenn wir Glück haben, schaffen wir die Mission noch in dieser Folge. Ich habe eigentlich noch zwei Parts irgendwie so gerechnet. So, ich brauche einen Scout, der irgendwie darüber geht. Weiß nicht, Alter. Mach du mal. Du willst es doch hoffentlich bis dahin schaffen, oder? Ich glaube ja eher nicht. Aber egal. Es soll ja Wunder geben. Die Hälfte des Wegs abgeschlossen. Das ist nur die Hälfte der Dinger. Komm schon, komm schon. Wer wettet, dass sie es schafft, hä? Wer wettet das? Na los, na los, na los, na los, na los. Yes! Schön. Schön, wenn etwas funktioniert. Okay, dann. Oh, kannst du den treffen? 66, ja. Defense down, jawohl. Was wird das? So, dann werde ich wahrscheinlich erstmal in dieser Runde nur meine Truppe dahin bewegen. Und dann müssen wir halt irgendwie schaffen werden, diese Dinger hier vorbeizukommen. Ich habe nur keine Ahnung wie. Vielleicht mit diesen Rauchdingern. Oh, Fragezeichen, verdammt. Vielleicht kriegen wir es ja gebacken, den Typen hier. Vielleicht kriegen wir halt wirklich gebacken, den irgendwann kaputt zu kriegen. Wir könnten das tatsächlich noch schaffen. Warte mal, ich hole noch ein paar mehr, Leute. Schön. Ja, Lago brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, obwohl ich traue dem Brand nicht. Ich glaube, da ist auch noch ein Panzer. Ich werde versuchen, den Typen in Lanzen-Dingen hier abzuwerfen. So, komm mal her. Ich brauche zwei Schüsse. Verdammt. Ha! Er kniet jetzt, glaube ich, nicht mehr, oder? Doch. Hä, warum kniet er noch? Egal. Boah, die Scheu, die Shamrock kommt irgendwie gar nicht zum Einsatz hier. Oh. Ich brauche Munition mit Lago. Falls er wirklich noch irgendwo ein Panzer ist, dann wäre es nicht schlecht, wenn er ein paar mehr Schüsse hat. Jetzt guck mal auf seine Lanze. Joink! Fans, was?
Ja, ich habe irgendwie nur die merkwürdigsten Leute in meinem Trupp, kann das sein? Ja. Macht jemand Unterstützungsfeuer? Nee, okay. Ich bin jetzt mal getroffen und zwar nichts abgezogen, aber egal. So, dann. Lago, geh mal weiter. Brauchen nur noch die paar Leute, glaube ich. Ist eigentlich normal, hat die Mission so lange dauern oder bin das einfach nur ich? Ich glaube ja nicht, oder? Verdammt! Warum nicht? Alter, was? Wieso käme jetzt Unterstützung 2? Ich bin doch noch weiter von hier jetzt entfernt. Ach, aber Dallas, egal. So, dann, Rosie, du gehst auch mal da weiter ein bisschen. Vielleicht kriegen wir den Typen ja echt noch kalt. Los, fahren wir zu fünft. Geht zwar nicht, aber egal. Jetzt unlogisch. Wieso braucht die unendlich Schütze, um ihn zu töten? Warum sind eigentlich in der gegnerischen Armee nur Männer? Wir haben hier eine bunte Mischung und die haben nur Männer. Okay, wenn man Sevaria hier mal nicht mitzählt. Aber die ist aber Kür. Was zum? Komisch, wenn ich ziele dann. Wieso kann ich nicht anziehen? Was soll der Mist? So, Rosie, du bist im Weg. Rosie? Ihr könnt mich doch mal. Gibt's doch nicht. Wahrscheinlich sind die Dinger da im Weg, ne? Die blocken so die Schüsse ab. Aus irgendeinem Grund. So, was wollt ihr jetzt noch machen? Ihr habt noch 6 Dinger. Oh, nix da. In der Runde werde ich das noch schaffen. So, jetzt komm du mal hierher. Du schaffst es doch nie im Leben, durch uns hier durchzukommen. So. Ich glaube, wir haben diese Runde schon gewonnen. So, dann noch mal so ein Rauchdingen, bitte. So kann man unendlich von den Dingern. Hier? Naja, müsste eigentlich klappen. Dann schicken wir mal, ich weiß nicht, Rosie vor. Hat er irgendwo eine Mine? Ich hoffe nicht. Hi, was geht? Wieso Fragezeichen? Oh mein Gott, 2 AP. Oh mein Gott. Kann ich fassen, dass du das gerade getan hast? Wollte mich doch verarschen, der hat nur ein Dingens gehabt. Und mein Gott, was? Da sind nur so viele. Ja. Alisha. So, den machst du jetzt kalt. Kann ich eigentlich auch von hier aus? Nee. Aber egal. Mal zum Teufel, warum kann sie ja nicht zielen in letzter Zeit? So, ich tue jetzt extra auf das Knie schießen, falls du dich duckst. Oh nein, ich war mal ein Soldat und dann habe ich einen Schuss ins Knie bekommen. Insert this joke somewhere here. Ja, wenn ich mich nicht irre, dann war hier irgendwo einer. Ich glaube, wir können ja locker durchgehen, ne? Ohne. What the fuck? Okay, da müssen wir eigentlich irgendwie in dieser Runde schaffen, ne? Wir haben nur eine Sturmtruppe und müssen jetzt schaffen, irgendwie da durchzukommen. Ich würde mal sagen, du gehst auf die Panzer los. Hey. So, und ich mach mal. Weiß nicht. So 50. Wieso? So viele Treffer zum Töten. Also warte, ich mach das Ding hier mal kaputt. Willst du vielleicht wieder am Stehen, ne? Jawohl. Ha! Me good in this game. Me God in this game. So.
Wir haben nicht vergessen, Dallas auch rüberzubringen wegen der Munition für Lago. Und dann mal schauen. Auf was? Rosi, warum ballerst du nicht mit? So. Wir lauern den ja erstmal alle auf. Dann müssen wir erstmal ihn hier. Captain Nonnenkopf. Was? Aber da ist wieder so ein spezieller, ne? Eine spezielle Person. Eine ganz besondere Person. So. Ich glaube, ich bin ja voll den Umweg gegangen, aber egal. So, Rosie. What the fuck? Rosie. What the fuck? Also was? Nee, den kriegen wir sowieso nicht klein, deswegen gehe ich mal schon mal da rein. Ah! Du bist gar nicht am Knien, was zum Teufel? Aber ich traue dem nicht. Die Typen, die tun immer sich hinknien. Das hat nichts abgezogen. Ah, er hat sich hingelegt. Oh Gott! Hilfe! So. Sobald wir alle darüber haben, dann haben wir es schon geschafft eigentlich. Weil, genau. So. So. Gut so, das war gut. Und das war schlecht. Nein. Oh Gott. Na, die Mine kriege ich natürlich nicht mehr. Okay, Mann. So ein Dreck. Alicia. Oh Gott. Du kniest dich doch sowieso wieder, ne? Oder auch nicht. Super. Okay, Alicia ist tot. Yep. Oh, das sah schmerzhaft aus. Hm, ja. Verstehe. Rosie, du machst jetzt mal einen Rundgang. Was? Warum? Warum jetzt? Oh, was? Ah, willst du mich verarschen? Das ist gerade nicht so schön gewesen. Hier, sie ist sowas von tot. Nancy, du musst doch Alicia erreichen können, oder? Bevor er uns sieht. Ja, fast. Wenn du dich jetzt hinkniest, ne? Ich ziel jetzt nochmal auf deinen Kopf, wenn du dich jetzt hinkniest. Aha. Oh Gott. So, wenn ich ein... Ach, shit. Ah, oh, du willst mich doch verarschen. Jetzt ist sie auch tot. Warum ist der eine Typ so viel schwieriger zu töten als alle anderen? Mal super. Rosie. Mein Gott. Was ist denn hier los? Na. Ich dachte, wir kriegen das hier noch hin. Jetzt habe ich Lag und ich wegbewege dich, voll Idiot. Der wird jetzt hier. Oh. Alter, wenn der jetzt stirbt, ne? Dann habe ich nichts, um die Panzer hier kaputt zu hauen. Dreck. Bitte, bitte setz nicht. Bitte nicht noch einen Kopf. Fuck. Geht nicht auf sie los, ernsthaft. Nein. Oh Gott. Geht's eigentlich noch? Die Schüsse sahen voll schmerzhaft aus. Am liebsten würde ich mit Wacken da so eine richtig dicke Granate reinwerfen.
Super scheiße. Und oh, hat sich geduckt, also ist alles okay. Und der Panzer jetzt auch noch. Wie schnell der sich bewegt. Und genau das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Nein, warum? Jetzt ist sie tot. Du Sackgesicht. Ah. Na super. Nee. Ich sag, was das jetzt bedeutet. Wir können nochmal neu laden, weil ich will nicht, dass irgendjemand hier stirbt. Ah, leck mich. Na, ich war letzte 18:23. Ich glaube, das hier, ne? Ja, eine Person ist gestorben und das soll nicht passieren, weil dann dreh ich durch. Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt, hallo? Das heißt, wir müssten jetzt die letzten 15 Minuten nochmal machen. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Weil ich weiß ja nicht, ob ich das so exakt nochmal genau rekonstruieren kann. Ich glaube, die Ladezeit ist jetzt auch verdammt lang wieder. Weil jedes Mal, wenn ich hier so einen Kampf neu lade, dann ist die Ladezeit verflucht lang. Glaube ich. Ja. Also ich weiß nicht, ich brauche jetzt einen Schnitt oder... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist nämlich das, was passiert, wenn die Gegner über eine Leiche von einem stolpern. Oder beziehungsweise über einen Verletzten von jemandem stolpern. Die sacken den ein und dann ist diese Person tot. Und jetzt müssen wir das Ganze hier nochmal machen. Okay, das sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Ich würde mal sagen, ich tue offscreen, glaube ich, noch bis zu dem Punkt hier machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!